Hallo Freunde! Mit Hilfe der Computergrafik kann man heute alles zeichnen. Von sprechenden Löwen aus der afrikanischen Savanne bis hin zu Raumschiffen aus anderen Galaxien. Regisseure müssen sich nicht mehr ausschließlich auf reale Standorte beschränken, da das Chroma-Key-Verfahren jede noch so verrückte Aufgabe bewältigen kann. Auf der Welt gibt es aber Orte, die scheinbar in einem grafischen Editor erstellt wurden, in Wirklichkeit aber durchaus real sind. Sie werden von Tausenden von Touristen, Kameraleuten und Fotografen besucht. Deshalb schlagen wir euch vor, diese unglaublichen Orte anzuschauen. Krater von Derveze, Turkmenistan. Vor mehr als 40 Jahren tauchte auf dem Gebiet des zentralasischen Staates Turkmenistan ein Krater auf, den Einheimische und Touristen zu Recht als Tor der Hölle bezeichneten. Hier entstand 1971 ein riesiger Gastrichter mit einem Durchmesser von 60 Metern und einer Tiefe von ein paar Dutzend Metern. Damals, als Turkmenistan noch ein Teil der UdSSR war, entdeckten sowjetische Geologen an dieser Stelle Erdgaslagerstätten. Als sie mit intensiven Bohrarbeiten angefangen haben, geschah plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Der Boden fiel nach unten und Geologen entdeckten einen riesigen Hohlraum, der später zu solch einem schrecklichen Krater geworden ist. Forscher versuchten, das darin enthaltene Gas zu verbrennen, um das Risiko von Dämpfen für Menschen und Nutztiere zu reduzieren. Doch das Gas ist bis heute immer noch nicht verschwunden, weshalb der Krater selbst aus dem Weltall zu sehen ist. Nicht umsonst wird das Naturwunder auch als das Tor der Hölle genannt. Schließlich ist er lebensgefährlich. Dennoch gibt es auf der Welt eine Person, die sich dazu entschlossen hat, in den Krater hinunterzusteigen. George Karunas is about to attempt something no man's ever done before. Looking pretty amazing. Wow. Amazing. George Karunas, ein berühmter kanadischer Reisender und Forscher. Um einzigartige Bodenproben zu nehmen, war er auch bereit, ein solch unglaubliches Risiko einzugehen. Forscher wollten herausfinden, ob unter solch hohen Temperaturen irgendwelche Mikroorganismen existieren. Die Antwort lautet ja. Karunas stieg in einem feuerfesten Anzug mit einem Atemgerät und spezieller Kletterausrüstung in den Krater und nahm Bodenproben, die wissenschaftliche Gemeinschaft sehr überrascht haben. Es stellte sich heraus, dass auf dem Boden des Kraters spezielle Bakterien leben, die nirgendwo mehr auf der Welt zu finden sind. Sie sind selbst gegen solch hohe Temperaturen beständig. Warum ist dieser Fund so wichtig? Das ist äußerst wertvoll für die Astrobiologie, da die Lebensbedingungen auf vielen Planeten unserer Galaxie den Bedingungen in diesem Krater ähneln. Eishöhlen, Island. Diese unglaublichen Eishöhlen in vielen azurblauen Farbtönen sind im Skaftafell-Nationalpark im Südosten Islands zu finden. Diese Gletscher sind viele hundert Jahre alt. Und das durchscheinende Sonnenlicht erzeugt die Illusion, als würde man sich direkt in der Tiefsee befinden. In gewisser Weise ist es auch so. Schließlich befinden sich die Höhlen in einer Tiefe von etwa 50 Metern unter der Erde. Doch was ist der Grund für solch fantastische Farbtöne dieser Eishöhlen? Ganz einfach, sie enthalten keine Luftblasen. Erleben kann man dieses Naturwunder allerdings nur von November bis Februar. In der warmen Jahreszeit darf man hier aus Sicherheitsgründen nicht rein. Die Höhlen fangen nämlich an zu schmelzen und können unter der Last des Schnees jederzeit einstürzen. Leuchtender Wald, USA. Wahrscheinlich habt ihr schon gehört, dass es in der Natur eine große Anzahl leuchtender Tier- und Pflanzenarten gibt. Fische, Kalmare, Pilze, Schnecken, Insekten, sie alle nutzen das Licht für unterschiedliche Zwecke. Vor allem aber, um Beute oder Partner für die Paarung anzulocken. Auf der Welt gibt es viele Orte, die sich mit dem Einbruch der Dunkelheit und dank leuchtenden Kreaturen und Pflanzen vollständig verändern. Einer dieser Orte sind die Wälder im US-Bundesstaat Tennessee. Das seltene Phänomen kann man aber nur von Mai bis Juni sehen. Der Great Smoky Mountains Nationalpark wird jährlich von Tausenden von Touristen besucht, die sich eine ganz besondere Lichtshow ansehen möchten. Das liegt an den Käfern, die hier leben und zur Familie der Leuchtkäfer oder Glühwürmchen gehören. Das Interessanteste ist, dass sie mit ihrem Phosphorlicht aufleuchten und gleichzeitig erlöschen. In der Wissenschaft wird dieses Phänomen als synchron leuchtende Glühwürmchen bezeichnet. Inishmore, Irland. Inishmore ist zusammen mit dem berühmten portugiesischen Cabo da Roca einer der äußersten Punkte Europas. Es ist Teil der Aran-Inseln und ist trotz des kleinen Gebietes trotzdem ziemlich interessant. Erstens ist Inishmore für seine vielen historischen Denkmäler berühmt, die noch in der Bronzezeit erbaut wurden. Zweitens finden hier regelmäßig Sportveranstaltungen für Extremsportler statt. Das Hauptmerkmal dieser Insel ist, dass ihre Küste aus vielen unglaublichen schönen Klippen besteht. Diese bilden mit dem Land einen Winkel von 90 Grad. Unglaublich, wie die Natur so etwas erschaffen hat. Dank seiner ungewöhnlichen Form und atemberaubenden Landschaften zieht dieser Ort nicht nur Kletterer, sondern auch Schwimmer an, die es wagen, von diesen Klippen in die Galway Bay zu springen.
Das lässt das Herz doch höher schlagen, nicht wahr? Isla de las Muñecas, Mexiko. Möchtet ihr wirklich eine gruselige Geschichte hören? Und das ist kein Szenario eines neuen Hollywood-Horrorfilms, sondern die reine Wahrheit. Diese Insel befindet sich in einem alten Wasserkanal von Xochimilco und ist Teil der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt. Und es wäre dort sicherlich eine ganz gewöhnliche Insel gewesen, wenn nicht hunderte von Kinderpuppen, die dort hängen. Sie sind hier natürlich nicht umsonst erschienen. Sie wurden von einem mexikanischen Einsiedler Julian Santana Barrera aufgehängt. Als einziger Bewohner dieser Insel soll er eines Tages vor fast 70 Jahren Schreie eines kleinen Mädchens gehört haben, das im Wasser des Wasserkanals ertrinken würde. Julian eilte zu Hilfe, fand im Wasser aber nur eine Puppe. In Erinnerung an das ertrunkene Kind hat Julian beschlossen, die Puppe an einen in der Nähe befindlichen Baum aufzuhängen. Dann hat er aber angefangen, ständige Schreie und Schritte des ertrunkenen Mädchens zu hören, das ihn nach einer neuen Puppe bat. Aus Angst vor dem Geist begann der Mann nach Spielzeugen zu suchen und sie auf der ganzen Insel aufzuhängen. Insgesamt waren es hunderte von Puppen. Doch laut Julian hat das den Geist nicht zur Ruhe gebracht, weshalb er anfing, sie absichtlich kaputt zu machen. Im Jahr 2001 ist Santana verstorben. Zu dieser Zeit befanden sich auf der Insel bereits etwa tausende schreckliche Spielzeuge. Wir neigen natürlich dazu zu glauben, dass der alte Mann das alles vor Einsamkeit erfunden hat, was die Geschichte aber nicht weniger gruselig macht. Zhangjiajie Park, China. Die unglaublichen Landschaften aus dem Kultfilm Avatar von James Cameron ist nicht nur eine Fantasie der Drehbuchautoren. Die Filmemacher haben wiederholt gesagt, dass sie sich zur Erschaffung der fliegenden Felsen des Pandora-Planeten von verschiedenen Bergen der Welt, darunter auch vom Nationalpark Zhangjiajie, inspirieren ließen. Einer von ihnen wurde sogar zu Ehren des Avatars umbenannt. Im Park der Provinz Hunan wachsen mehr als 700 Pflanzenarten und leben etwa 150 Tierarten. Die Luft hier gilt als heilend, besonders für Menschen mit Bluthochdruck. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind natürlich Steinsäulen aus Sandstein und Quarz, von denen es hier etwa 3000 Stück gibt. Ein Drittel von ihnen ist mehr als 200 Meter hoch. Besucher des Parks behaupten, dass er in der Tat wie Landschaften eines ganz anderen Planeten aussieht. Darüber hinaus gibt es hier sogar mehrere Statuen von Helden des Avatar-Films. Trotz der schwierigen Strecke stehen Touristen hier Schlange, um sich fotografieren zu lassen. Wenn ihr euch entscheiden solltet, den Zhangjiajie Nationalpark zu besuchen, denkt daran, dass die fliegenden Berge am besten vom September bis Anfang November zu sehen sind. In der restlichen Zeit besteht eine große Gefahr, dass man wegen eines feuchten Wetters nicht in die Welt des Avatars, sondern in die von Silent Hill gelangt. Conch Island, Großbritannien. Geografisch gesehen liegt diese erstaunliche Insel natürlich nicht in Großbritannien, sondern in der Karibik. Sie ist jedoch Teil der Jungferninseln, die teilweise britisches Überseegebiet sind. Dieser Archipel besteht aus 36 Inseln mit einer Gesamtfläche von mehr als 150 Quadratkilometern, von denen nur 16 bewohnt werden. Dabei sehen sich fast alle dieser Inseln ziemlich ähnlich aus. Aus der Ferne könnte man denken, dass es mitten im Meer nur ein Haufen Steine sind. Das ist aber nicht so. Diese erstaunliche Insel wurde vor Hunderten von Jahren aus Muscheln gebildet, die Fischer direkt ins Wasser geworfen haben. Irgendwann sind es so viele geworden, dass sie ein ganzes Stück Land gebildet haben, das sich bis heute ausbreitet. Sørvágsvatnsøen, Dänemark. Dieser Binnensee mit einem extravaganten skandinavischen Namen Sørvágsvatn befindet sich auf den malerischen Färöerinseln, einem autonomen Gebiet Dänemarks. Sein inoffizieller Name unter Reisenden ist See über dem Ozean. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Der Grund dafür ist, dass sich der See etwas über dem Meeresspiegel befindet und das Wasser direkt an den 30 Meter hohen Klippen in den Atlantik fließt. Die dabei erzeugte optische Täuschung ist einfach erstaunlich. Sac-Actun-Höhle, Mexiko. Wisst ihr, wie Mastodonen ausgesehen haben? Diese riesigen Vorfahren der Elefanten tauchten zum ersten Mal vor zig Millionen Jahren auf der Erde auf und sind vor etwa 10.000 Jahren in der Ära des oberen Paläolithikums wieder ausgestorben. Im Jahr 2008 fanden Wissenschaftler an dem erstaunlichen Ort Überreste dieser Kreaturen. Diese Höhlen zeichnen sich aber nicht nur dadurch aus. Sac-Actun ist die zweitlängste Höhle der Welt. Ihre Gesamtlänge beträgt etwa 320 Kilometer. Da Wissenschaftler hier aber immer neue Tunnel finden, ändert sich diese Zahl ständig. Jedenfalls sind derzeit nur 6 von 320 Kilometern nicht mit Wasser überflutet. Alle anderen Höhlenräume bilden einen langen unterirdischen Fluss, der von einem Labyrinth aus weißen Hallen und bizarren Skulpturen umgeben ist, die vom Wasser umspült werden. Aufgrund einer großen Anzahl von Grotten in den Wäldern im Norden der Halbinsel Yucatan gibt es hier auch viele natürliche Brunnen, die sich beim Einsturz der Höhlen gebildet haben. Vertreter des alten Maya-Volkes glaubten, dass dies nichts anderes als der Zugang zum Reich der Toten sei.
und betrachteten diese Höhlen als heilig. Das war's für heute. Bis bald.